Ansturm auf Dubai-Schokolade in Stuttgart. Der Foodtrend um die mit Pistazie gefüllte Dubai-Schokoladen führt zu langen Schlangen. Stundenlang warten die Menschen am Freitag vor dem Lindt Boutique Store. Ich bin seit 0 Uhr hier, weil ich es einfach als erster da sein wollte. Der Mega-Hype um die Schokolade kommt aus den sozialen Netzwerken, speziell von TikTok. Insgesamt 1000 Tafeln verkauft Lindt. Wie viele davon der Store in Stuttgart erhält, ist nicht bekannt. Um 10 Uhr öffnen sich dann die Türen, der Run auf die heiß begehrten Schokotafeln beginnt. Die Dubai-Schokolade, wie die Kreation offiziell heißt, wird zunächst nur in ausgewählten Geschäften angeboten. Für 14,99 pro Tafel. Auch in Dubai, Düsseldorf oder Frankfurt kam es zu langen Schlangen. Möglicherweise steckt hinter der ganzen Sache aber ein geschickter Marketingtrick, der zunächst nur Nachfrage erzeugen soll, bevor das Produkt dann dauerhaft ins Sortiment aufgenommen wird. Und was macht man jetzt mit der exklusiven Schokotafel? Danach werde ich die Schokolade mit meinen Opa und Oma teilen. Beispielsweise bei eBay werden die Tafeln bereits für bis zu 350 Euro das Stück gehandelt. Vielleicht überlegt sich der Herr das mit seinen Großeltern ja nochmal.